Ja, das ist ein Beitrag von Meyers Online Blog, ein quasi Videocast. Ganz Deutschland spricht über Hochwasser, auch hier in Steinbach am Taunus. Dramatische Situationen, die hier am Rande des kleinen Taunusstädtchens entstehen, ja. Quasi auf der Höhe von Nicoles Hundeschule ist jetzt hier quasi der reißende Fluss sozusagen dabei, quasi sich talabwärts Richtung Rhein-Main-Gebiet vom Taunus herunter zu spülen. Dabei reißt er alles mit, was auf dem Weg ist, um es mal so zu sagen. Hier sehen wir ganz pragmatisch und ganz furchtbar. Diese Brücke wird wahrscheinlich, wenn es weiter taut und die sehr frühlingshaften Temperaturen anhalten, bald überspült sein. Das ist eine sehr dramatische Lage hier in Steinbach am Taunus. Ich möchte mal sagen, wir wissen gar nicht ganz genau von Meyers Online-Blog-Dienst, wie lang es hier noch gut gehen wird. Wir sehen also diesen reißenden kleinen Bach, der sich hier immer weiter und immer höher sozusagen aufschwingt und damit auch die Fluten an Rhein, Main und Donau natürlich erhöhen wird. Bitte entschuldigen Sie diesen kleinen Versprecher. Man ist natürlich aufgeregt hier in so einer Situation. Sie werden mich verstehen. Am liebsten würden wir natürlich zu Antonia Rados rüberschalten in Lampukistan, aber das ist jetzt gerade nicht möglich. Wir melden uns wieder, wenn es neue Nachrichten hier vom Hochwasser in Steinbach am Taunus gibt.